Nun bekommt Israel also endlich seinen König, liebe Schwestern und Brüder. Es ist der Wille, wie wir gestern gehört haben, der Wille des Volkes. Und es ist zugleich, wie wir ebenfalls wissen, ein Misstrauensantrag gegen Gott. Und so ist das Auswahlkriterium auch ganz nach dem Geschmack des Volkes. Er ist der Größte und der Schönste. Wenn wir heute, da wir das Gedächtnis der allerseligsten Jungfrau begehen, diese beiden Erwählungen miteinander vergleichen, die Erwählung des Saul, des Sohnes Kisch, und die Erwählung der allerseligsten Jungfrau Maria, sehen wir zugleich den Unterschied. Einmal nach dem Geschmack des Volkes, einmal nach dem Geschmack Gottes, wenn man so will. Und wir sehen, weshalb die Erwählung Sauls eben nicht Bestand hat. Die Erwählung Mariens allerdings durchaus. Wenn wir jeden Tag am Abend anstimmen, aus ihrem Mund und selig preisen mich alle Geschlechter. Die Väter haben dafür eine Erklärung gefunden. Maximus der Bekenner, er sagt Folgendes. Die Erkenntnis der göttlichen Dinge, welche frei von Leidenschaft ist, bringt den Geist nicht dazu, die materiellen Dinge vollständig gering zu achten. Darum kann man viele Menschen finden, welche reichlich Erkenntnis besitzen und sich dennoch in den Leidenschaften des Fleisches wälzen wie Schweine im Schlamm. Für kurze Zeit nämlich haben sie sich geflissentlich gereinigt und die Erkenntnis erlangt, doch später sind sie nachlässig und dann dem Saul ähnlich geworden. Erwählung setzt Erkenntnis voraus in beiden Fällen, bei Saul wie bei Maria. Nur ist die bei Saul eben nicht beständig. Er gibt sich dann wieder, wie wir das in den Schilderungen des 1. Samuel-Buches hören, seinen Leidenschaften hin, bis hin zur Depression. Die ist die Folge dieser Leidenschaft. Deshalb hat seine Erwählung nicht Bestand und er wird verworfen. Wie sehr müssen wir uns in dieser Spur bemühen, uns, wie es die Väter uns lehren, wirklich die Leidenschaftlichkeit, die durchaus berechtigt ist, ganz auf die Erkenntnis Gottes und die Beständigkeit in der Erwählung und Berufung zu legen, statt in dem, was uns permanent suggeriert wird, wo wir unsere Leidenschaften einsetzen und wo wir sie vergeuden sollen. Die Berufung des Saul und seine Verwerfung ist auch ein Lehrstück des christlichen Lebens.